Wir dürfen Ihnen nun Picasso vorstellen. Der 1,5 Jahre alte Bassett-Rüde ist ein international gefragter Werbestar auf 4 Pfoten. Hundefutterhersteller und Hundezeitschriften reißen sich um ihn. Wir haben den Hund mit den großen Schlappohren zu Hause besucht. Das ist der 1,5-jährige Bassett Picasso. Und das sind Frauchen Eva Humitsch und Herrchen Mike Berntaler. Also eine ganz normale Familie mit Hund, könnte man meinen. Wenn, ja, wenn Picasso nur nicht so unheimlich fotogen wäre. Und so ist der Pichi Pachi, wie Picasso von seiner Familie zärtlich gerufen wird, seit einigen Wochen ein Werbestar auf 4 Pfoten. Picasso hat eine eigene Facebook-Seite bereits. Und da haben wir gesehen, dass eine internationale Hundefirma, Hundefutterfirma, ein Werbemodel sucht. Und da haben wir uns kurzerhand gedacht, ja, wir bewerben uns. Ja, und Ende vom Lied war, er ist unter 4000 Hunden ausgewählt worden und wir sind dann zum Fotoshooting nach Wien eingeladen worden. Und er ist dann, weiß nicht, ein paar Wochen in ganz Wien auf solchen Roll-ups gehangen. Seither ist Picasso bekannt und gefragt. Zahlreiche internationale Hundezeitschriften und Werbefotografen haben Picasso schon abgelichtet. Der Vierbeiner ist aber nicht nur schön, er ist auch sehr intelligent. Allein von seinem Blick schaut er eher sehr ruhig aus und man glaubt, dass jetzt wirklich ein heller Kopf dahinter steckt, aber das da ist in Wirklichkeit. Gell? Er ist sehr schlau und er ist vor allem sehr lernbegierig und er kann sehr schnell Situationen erfassen und er reagiert nicht immer gleich, weil er sich überlegt, will ich das? Aber erkennen tut er sofort. Er ist ein sehr, sehr treuer Hund, ein sehr treues Wesen. Er hat einen irrsinnigen Witz. Wir haben so viel Spaß mit ihm und lachen so viel mit ihm. Er ist aber auch, was man vielleicht am ersten Blick nicht meinen möchte, ein sehr wendiger Hund. Er kann sehr gut laufen. Er ist ein Laufhund und eigentlich auch ein Jagdhund. Und was ihn ganz besonders auszeichnet, ist einfach, er liebt Kinder über alles. Und er ist halt ein echter Knuddelbär. So viele gute Gene müssen natürlich weitergegeben werden. Davon sind Herrl und Frauerl überzeugt. Nachdem unser Hund ein erfolgreicher Deck- und Zuchtrüde werden sollte, ist es natürlich wichtig, dass er eine entsprechende Reputation hat. Das heißt, er geht auf Ausstellungen, damit er so also bekannt wird. Und um Champion werden zu können, er ist bereits Anwärter, muss er die Jagdprüfung machen. Und da Bassett-Zuchtrüden in Österreich rar sind, wird sich Picasso vor Verehrerinnen wohl kaum retten können.